Nein, das heißt, macht immer nur einer. Da kann einer gucken und der andere macht nichts. Ich sehe ihn noch nicht. Und da ich Gentleman bin, Ladies first. Wie, du siehst noch nichts? Auf geht's, Cassie. So, ich habe eingestellt 2 Sekunden Verzögerung. Ich weiß nicht, ob die 2 Sekunden ankommen, aber ich denke, passt. Was ist denn das da unten? Hä? Okay. Bist du jetzt online? Ich bin jetzt online, ja. Ihr müsstet eigentlich etwas sehen. Hä? Ja, ich sehe was. Das ist doch schön. Ich nicht. Muss Start Watching drücken. Jetzt habe ich's. So, meine Kamera ist an, obwohl ich sie nicht eingeblendet habe. Aber egal. So, wer will jetzt zuerst. Cassie, ich bin Gentleman. Go, go. Was? Bist du bereit, Cassie? Warte mal. Wir machen die Musik ist noch so laut. Auf einen anderen Channel, sonst hören wir das im Stream doppelt. Die Musik ist zu laut? Ich gehe sonst jetzt. Nee, von Steve. Die entschärfen, bleiben einfach am Channel. Alles User klar, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ansonsten bis hier Montag, ne? Jawohl. Alles klar, ciao. Tschüss. User disconnected from your channel. Ja. Wo ist jetzt Dingsy hin? Karl? Guckt der jetzt nur zu? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, der kommt gleich nochmal. Geh nur kurz auf Toilette. Okay. Dann gehe ich auch noch kurz wohin. So, ihr Lieben, wir fangen dann gleich an, wenn die Entschärferin da ist. Und dann würde ich sagen, dann machen wir auch mal ein paar Bomben platt. Sind also gleich wieder für euch da. Gebt uns einfach ein paar Sekunden. Gucken jetzt Leute zu. Heißt das, wir sind nicht allein? User joined your channel. Hallo. Hallo. Ja, ich dachte eigentlich, ich gehe aus dem Channel, damit ihr beiden das alleine machen könnt. Ich dachte, du machst mit? Ich dachte, wenn wir beide dazwischen quatschen, könnte das durcheinander gehen. Wir können uns ja gegenseitig bestätigen. Gut ist schon mal die Idee, die sie im Stream gemacht haben. Also mit diesem Wortding, dass wir das vorlesen und weg. Und er aber das erste, was er hört, anklickt. Ich habe eigentlich jetzt alles durchstiegen, bis auf dieses komische, komplizierte Verkabelung. Und Kabelsequenz. Das Labyrinth habe ich, das Easy, Passwort habe ich auch. So, ich bin da. Wer noch? Ich bin da. So, wer will jetzt entschärfen? Wir machen einfach zusammen. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist. Also, ich wahrscheinlich ins Board lade. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen mit der leichten nochmal an, Cassie. Ganz oben. Okay. Dann testen wir das Ganze mal. Bam. Also wieder beide, ja?
Ja, machen wir beide. Musst du jetzt den Porno-Sync abbrechen? Hab ich schon. So. Wann läuft die Zeit? Jetzt. Fangen wir an mit... Oh Gott, was ist das? Okay. Fangen wir mit den Hieroglyphen an. Okay, Moment. Ja. Ich habe dort ein... Was ist denn das? Oh Gott. Ein A mit so einem Strich unten in der Mitte. Dieses N. Dieses ja. O mit dem Strich unten. Und dann noch so ein... Wieso würde ich das sagen? Ach... So ein Schreibschrift F. H. Was? Schreibschrift H. Ja. Und dann noch so ein... Was war das? Ah, ich dachte jetzt gerade Schock. So eine Art A, F. Ich kann das schlecht beschreiben. Also so ein A ohne Mittelstrich mit oben so... So eine Art F. Das umgedrehte Y. Dann ist das S, das O. Ja. Jawohl. Das A. Das A. Jawohl. Das A. Y. Ja, und dann das andere. Okay, hat gepasst. Ich habe dann einen weißen Button, wo drauf steht Press. Ah, ein Lambda heißt das. Jetzt weiß ich auch mehr. Danke. Also weißer Button, schwarze Schrift, Press. Oh, ich hasse diese Button-Scheiße, das nicht mehr. Wie viele Batterien hast du? Wie viele Batterien habe ich, sage ich euch gleich. Eine fette. Eine fette, ja. Okay, dann benutze die Batterien schon mal nicht. Also du hast einen weißen Knopf, wo drauf steht was? Press. Drücken. Press. Hast du irgendwo einen Indikator, auf dem steht Car? Genau, das wollte ich auch gefallen. Ich habe MSA. Was habe ich noch? Nur MSA. Dann hast musst du den Knopf gedrückt halten. Einfach Farbe drücken. Sagen. Farbe ist weiß. Timer bei 1. Okay. 43, 42. Jawohl, war richtig. Jetzt haben wir noch dieses Schiffe versenken Teil. Das Dreieck ist in der vorletzten Reihe, dritte Position von links. Wo ist das? Wo ist das? Ach, ich hab's. Immer mit der Ruhe, wir haben noch. Die beiden Punkte sind wo? Der grüne ist erste Position ganz oben. Ja. Der erste und der zweite ist vierte Reihe, ganz erste Position. Okay, wo ist das Dreieck? Das Dreieck ist vorletzte Reihe, dritte Position von links. Ja, und unser Punkt? Der ist dritte Reihe von oben, vierte Position. Links? Also einmal nach links? Ja. Warte. Falsch. Hä? Das geht's doch gar nicht. Du bist doch dritte runter? Reihe, vierte. Ach, dritte, scheiße, runter, Entschuldigung. Okay. Rechts? Ja. Ganz nach rechts? Rechts? Ja. Hoch? Ja. Hoch? Ja. Links? Okay. Okay. Links? Ja. Links? Ja. Runter? Ja. Links? Ja. Hoch? Ja. Hoch? Ja. Links? Ja. Runter? Ja. Runter? Ja. Runter? Ja. Runter? Ja. Rechts? Rechts? Und nochmal rechts. Sehr schön, geschafft. 1-10. Genauso spannend wie bei Steve. Ihr könnt das, ihr seid gut. Nur ich kann keine Hieroglyphen lesen. Aber 1-10. Ich glaube, das ist auch dieser Sinn daran. Ich glaube, das ist der Sinn daran. Riemt will mitspielen. Ja, Riemt. Komm einfach in den TS. TS3. Na, Moment, ich close den Link. Ja, genau. Genau. Cassie, bist du Mod? Nein. Fuck. So, ich poste mal gerade den Link. Kleine Sekunde. Dann machen wir es einfach so. Jeder wechselt mal ab. Dann gehen wir aus den Channels raus und wir machen jetzt einen Schwerpunkt-Channel. Man kann eigentlich jeder mal mitspielen. Genau, so. Gebt mir eine Sekunde, ich poste euch gleich den Link. Also man konnte gerade merken, dass Cassie eigentlich gar nichts mehr sagen konnte, nachdem ich einmal den Weg angefangen habe zu sagen. Ich denke mal, alleine macht es mehr Sinn. Zu zweit. Ja. So kann dann einfach mal jeder mitspielen. Ich war Kontrollpunkt. Ja, aber es macht Spaß, ist echt lustig.
So, also wer mitspielen will, wer auch mal entschärfen will, der soll einfach reinkommen und dann schauen wir mal, was geht. Hi. Hi. Du tritt mit Fahrrad, du. Ajo. Hallo. So, jetzt braucht... Hast du die Anleitungen? Genau, ich wollte gerade sagen. Ich hätte die am liebsten auf Deutsch, weil da kann ich... Ja, auf Deutsch hat der Karl hat sie auf Deutsch. Der kann dir sicherlich den Link nochmal schicken. Wäre nett, ja. Hast du jetzt im TS und dann können wir gleich nochmal loslegen. User was moved out of your channel. Moved. So, sind wir jetzt beide alleine? Ja. Ich kann auch gerne, wenn du möchtest, nochmal die erste Bombe praktisch machen. Das ist dann die einfachste, damit du ins Prinzip reinkommst. Ja, das wäre, glaube ich, das Beste. Aber schau dir erstmal die Anleitung an, wenn du sie hast, und dann sag einfach Bescheid, wenn es losgehen kann. Und am besten dann nicht in den Stream gucken, macht am meisten Sinn, weil sonst ist hier langweilig. Okay. So, wollen wir anfangen? Ja. Dann nehmen wir nochmal die erste Bombe so zum Einstieg. Bam. So. Er lädt noch. So, jetzt ist die Zeit da. Es müsste noch hell werden, dann geht's los. Also ich habe die Hieroglyphen, einmal so ein Omega, dann einmal so ein H mit Schrägstrich, eine 6 und so ein AE klein geschrieben. Wiederhol bitte nochmal, was du hast. Also ich habe so ein Omega, dann habe ich so ein H mit so einem Schrägstrich, eine 6 und so ein kleingeschriebenes A und kleingeschriebenes E direkt aneinander. Okay, ihr habt die Zeile. Wiederhol nochmal die Zeichen. Omega, H mit Schrägstrich statt horizontal, AE und 6. B6? Ja. AE? Ja. A. Ja. Omega. Omega, jawohl, Hammer. Dann habe ich Drähte, 6 Stück. Ja. Die Farben sind weiß, schwarz, weiß, weiß, schwarz, blau. Letzte Ziffer der Seriennummer. Ja, sage ich dir auch gleich. 7. Dritte Kabel durchtrennen. Jawohl. Richtig. Dann haben wir noch den Button in Rot, wo drauf steht Press. Button Rot, wo drauf steht Press. Boah. Ja, den Button hat sich der Karl auch schon die Zähne ausgebissen. Ich war bei der Knopf. Rot. Noch 3 Minuten. Wie viele Batterien hat... Ich habe eine dicke und 2 kleine, also 3 Stück. Ich geh kurz und sofort wieder los. Einmal drücken, loslassen oder was? Ja. Falsch. Okay, gedrückt halten und sagen, welche Farbe der hat. Gelb. Wenn er 5 drückt, loslassen. Jawohl, korrekt geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Schwieriger. Ja, es ist Gewöhnungssache, ne? Wollen wir gleich noch die nächste versuchen? Weil das war ja die Einstiegsbombe. Können wir machen, ja. Okay. Bevor dann der nächste darf. Gleich die schwierigere oder erst die nächste Stufe, die danach kam? Wie hättest du es gern? Die nächste Stufe, die danach kam. Okay. Schauen wir mal. Cassie ist der Creator. Okay. So, er lädt gerade. Bombe wird aufgebaut. Noch ist alles schwarz. Wir fangen mit den Drähten an. Okay. Das sind 6 Drähte. Farben schwarz, rot, blau, weiß, gelb, rot.
Wie viele weiße Kabel gibt es? Ein. Vierte Kabel durchtrennen. Jawohl, richtig. Dann haben wir die Hieroglyphen, ein Dreizack, AE, 6 und Omega. 6, AE, Dreizack, Omega. Ja. Genauso drücken, oder wie? Ja. Also 6? AE. AE, Dreizack, Omega. Okay, richtig. Dann haben wir noch diese Schiffe versenkten Teil. Moment. Wir sind gut in der Zeit. Okay. Was musst du wissen? Die grünen Punkte oder wie? Wo sind die Kreise? Die Kreise sind vierte Reihe, vierte Position und sechste Position. Vierte Reihe, Position 4 und 6. Der Punkt ist ganz unten, zweite Position. Und wo ist das Dreieck? Das ist dritte Reihe, sorry, vierte Position. Alles klar, zwei nach rechts. Ja. Sekunde. Und nach oben. Wie viel nach oben? Zwei auch? Einfach nach oben. Komplett? Jawohl, ja. Richtig, ja. Geschafft, sehr schön. Sehr schön. Gut. Das war super. Jetzt würde ich sagen, willst du noch eine oder wollen wir wechseln? Ja. Können wir ruhig wechseln. Okay, dann wenn einer kommen will, der nächste bitte. User left your channel. Dann kommen wir gleich mal zu den schwierigen Bomben. So, wer will jetzt der Entschärfer sein? Ich warte. User joined your channel. Guten Tag. Guten Tag. Wem habe ich denn hier in der Leitung? Hallo. mein Name ist Uschi und ich wollte hier auch mal dabei sein. Uschi! Sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt mit dir zusammen, liebe Cassie, die große Bombe, die da heißt Double Your Money. Sind Sie bereit? Okay. Dann geht's jetzt los. Er lädt. Ja, Dragon Melody X sagt, das lief ja schon mal besser als wie bei den anderen heute. Ja gut, wir haben halt viel bei den anderen gesehen, also das heißt ja. Also die Bombe kommt jetzt. Noch ist schwarzes Bild. Ich habe zweimal Drähte, zwei Button und Hieroglyphen. Wir fangen mit den Drähten an. Ich habe einmal 5 Drähte, Farbe blau, rot, rot, schwarz, blau. Blau, rot, rot. Schwarz, blau. Den ersten. Jawohl, korrekt. Zweite Drähte. Ich habe 6 Drähte. Blau, blau, rot, blau, weiß, schwarz. Blau, blau, rot, blau, weiß, schwarz. War da ein roter dabei? Ja. Der vierte. Der vierte ist ein blauer. Falsch. Jetzt habe ich noch blau, blau, rot, weiß, schwarz und die Zeit läuft ein bisschen schneller. Was ist da? Welche Zahl ist bei dieser Seriennummer? Ja, schauen wir mal. Es ist eine 1. Der dritte. Der dritte war richtig. Dann die Hieroglyphen, ein schwarzer Stern, eine 3 mit Schwanz und Antennen, ein Dreizack und ein B. Dieses kleine B mit dem Querteil dann da oben. Erster Dreizack. Jawohl. B, 3, ja. Stern. Korrekt. Dann haben wir noch 2 Button. Einmal ein roter Button, wo drauf steht Press. Muss ich wahrscheinlich drücken, bis die Farbe kommt. Moment. Welche Farbe? Roter Button. Noch. Geht noch. Roter Button.
Wie viele Batterien hast du? Ich schaue mal auf die Batterien. Ich habe, wenn ich es richtig sehe, 3 Batterien. So lange gedrückt halten, bis du eine Farbe siehst. Okay. Gelb. Loslassen, wenn eine 5 im Zähler steht. Okay. Richtig, dann haben wir einen weißen Button, wo drauf steht ein Detonate. Weißer Button. Hast du ein Indikator, wo Karl drauf steht? FRK habe ich. Das war's. Ich denke, gedrückt lassen, bis Farbe kommt. Nee. Schnell drücken und sofort wieder loslassen. Jawohl, korrekt. Jetzt haben wir noch einmal Hieroglyphen und fast knapp eine Minute. Ein H mit schrägen Strich, AE, Eurozeichen umgedreht und eine Raute oder so eine halbe Raute. Nochmal bitte. Ein H mit Schrägstrich, ein kleines AE zusammen, Eurozeichen umgedreht und so ein Puzzleteil oder Raute. Das E, das Puzzleteil, AE und das H. Jawohl, geschafft. Knapp vor Bumm. Wir hatten noch 32 Hundertstel. Jesus Christ, wir sind gut. Wahnsinn. Spaß für die ganze Familie, genauso kann man es sehen. So, wollen wir noch eine machen oder willst du wechseln? Die anderen sind gar nicht mehr da, sehe ich gerade. Echt? Gar keiner mehr da? Alle weg oder was? Ja, irgendwie schon. Ja, komm, wir machen noch eine, weil es gerade so lustig war. One Step Up heißt die. Also ich meine, in dem Raum hier sind wir alleine, weil der Karl uns immer dann verschiebt in die Räume. Es gibt einen Raum, in dem der, ich und dann derjenige, der die Bombe mit entschärft ist. Wenn du jetzt den TS gemeint hast. Oh, es geht los. Wir haben Drähte, 4 Stück. Blau, Gelb, Rot, Gelb. Blau, Gelb, Rot, Gelb. Und ich habe ein K, falls wir das brauchen. Server Group assigned. Welche Zahl ist die letzte auf der Seriennummer? Die letzte auf der Seriennummer ist eine 4. Nochmal die Farben bitte. Blau, Gelb, Rot, Gelb. Blau, Gelb, Rot, Gelb. Den ersten. Jawohl, korrekt. Dann kommen wir zu den Hieroglyphen. Ein P, ein kleines B, eine Smiley und ein umgedrehtes Fragezeichen. Also Smiley, dieses ja gesichtähnliche Teil. P. Ja. B. Ja. Fragezeichen. Ja. Smiley. Wunderbar. Dann kommen wir zu dem Schiffe versenkten Teil. Ja. Die grünen, das ist das mit dem Maze, ne? Ja, mit diesen grünen Kreisen, Dreieck und weißes okay. Ding. Ja. Die grünen Kreise sind erste Reihe, Position 5. Mhm. Und fünfte Reihe, Position 3. Also vorletzte. Okay. Ja. Und wo sind Dreieck und weißes Ding sind in der vierten Reihe. Erstes Position ist das Dreieck und fünfte Position ist das weiße Teil. Eins hoch, eins rechts. Warte, eins hoch, eins rechts. Zwei hoch. Ja. Eins links. Ja. Eins runter. Ja. Eins links. Ja. Bis ganz runter? Ganz runter? Ja, ganz runter. Jawohl. Dann ganz nach links. Und zwei hoch. Eins hoch? Ja. Eins rechts? Ja. Eins hoch, ja. Eins links. Okay. Haben wir geschafft, sehr schön. Jetzt haben wir noch die Display-Geschichte mit den Zahlen. Im Display steht eine 3. Der Knopf an dritter Position, die Zahl. Welche Zahl ist das? Eine 1. Und klickst du die? Jawohl.
Dann kommt eine 3 im Display. Den Button an erster Position, welche Zahl? 1. Okay. Da klickst du drauf. Okay. Eine 2 ist im Display. Dann klickst du auf die 1. Soll ich draufklicken? Ja. Jawohl, korrekt. Jetzt haben wir eine 2 im Display. Die erste Zahl klicken, was steht da drauf? Eine 4. Klicken? Ja. Okay, jetzt kommt die letzte. Das ist eine 4. Im Display steht die 4. Welche Zahl hattest du in der dritten, in der dritten Stage gehabt? Ich glaube, es war eine 3. Sicher bin ich mir nicht. Klick mal. Nein, ist falsch. Die Zeit läuft schneller, noch eine Minute und eine 1 steht im Display. In der 1 drücken. Auch falsch. Eine 2 steht im Display, 40 Sekunden noch. Eine 1? Ja. Na, fertig sind wir nicht, fängt von vorne an. Die 4 im Display. Das wird nix. Vierte Position, welche Zahl? 4. 8, 7, 6. Und da warst du spät. Ah. Ja, das mit den Zahlen ist so eine Sache. 1 ist 3, 1 ist 1, 1 ist 2, sagt der Karl. Ja, ich hab's gerade gesehen. Jesus. Ja, da muss man mitschreiben, das ist immer so doof. Ja, ich hatte gerade mitgeschrieben, aber ich bin selber durcheinander gekommen. Okay. Dann würde ich sagen, ja, soll der nächste. Karl soll mal reinkommen. Darf Karl auch mal entschärfen. Machen wir dasselbe nochmal mit Karl. Der Mitspieler Karl wird gebeten, dem TS-Channel Entschärfungshomos beizutreten. Genau. Karl an Kasse 3, bitte. Dann schauen wir mal. An Bombe 3. User joined your channel. Ach, da ist der. Da ist er ja, der Karl, oder? Ach, was? So, jetzt warte mal, ich trinke mal einen Schluck. Wo mein Channel? Ich hab dich nicht gesehen. Muss aufklappen, hast du geklappt. It's funny. Das ist anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mir das aufschreiben. Ich bin auch kurz durcheinander gekommen, aber ich habe mir das versucht aufzuschreiben. Links ist die Zahl und rechts die Pose. Das heißt, die 1 war auf der 3, also auf der dritten Stelle. Die 1 war auf der 1, die 1 auf der 2 und die 4 auf der 1. Jesus. Das heißt, eure Zahl war eine 1 und nicht die... Ich konzentriere mich da überhaupt nicht drauf. So, Karl, wenn du bereit bist, sag Bescheid. Ja, ich bin absolut bereit. Okay, ich habe jetzt mal Retry gedrückt. Das heißt, ich lurke hier einfach, ja. Ja, ja. Dieselbe Bombe nochmal. Oh, die so. Komplett selbe? Ja. Wir fangen an mit den Drähten. Wir haben 4 Drähte. Warte, ich muss erst zu den Drähten gehen. Drähte. Jetzt. 4 Drähte, ja. Ja, rot, gelb, rot, rot. Seriennummer? 1. Das letzte rote Kabel durchtrennen. Das letzte rote Kabel, richtig. Ja. Dann kommen wir Schiffe versenken. Warte, runter. Oh, das ist ein bisschen lang, wie das hier. Da ist es, ja. Punkte? Die Grünen sind in Reihe 1, Position 4. Und Reihe 4, Position 3. Ja, hab ich. Dreieck ist Reihe 1, letzte Position. Ja. Und das Weiße ist vorletzte Reihe, vorletzte Position. Alles klar. Links? Ja. Links? Ja. Hoch? Ja. Links? Ja. Hoch? Ja. Rechts? Ja. Rechts? Ja. Rechts? Ja. Runter? Jetzt? Rechts? Ja. Hoch? Ja. Hoch? Ja. Hoch? Ja. Korrekt. Dann haben wir die Hieroglyphen. Ne, wir sind schon durch. Die Hieroglyphen. What the fuck, ich wollte auf einen ganz anderen Weg raus, egal. Egal, vielleicht war es falsch, ich fällt, wir hatten Glück. Hieroglyphen, ja. Ja, einmal das Lambda, also dieses A mit dem F oben drauf. Ja. Das Copyright. Copyright. Dieses C im Kreis. Ja, hab ich. Einen hellen Stern.
Ja, habe ich. Und wie Steve sagen würde, die W-Titten. Okay, C. Ja. Copyright, W-Titten. Ja. Lambda. Ja. Stern. Jawohl, korrekt. Dann kommen wir zu den Zahlen, dein Lieblingsspiel. Eine 1 steht im Display. Warte, ich muss erst was haben, womit ich das aufschreiben kann. Ja. Hab ich. So, warte, ich muss erst. Oh Mann, das Problem ist, dass das Ding 23 Seiten. So, jetzt. So, eine 1 steht im Display. Durchgeben, was du drückst. Die Zahl an der zweiten Position. Ist eine 1. Im Display steht jetzt eine 2. Gut, das heißt, du hast eine 1 auf Position 2. Ja. Gut. Zweite Stufe, was hast du für eine Zahl? Also soll ich die 1 jetzt drücken? Ja. Sorry, okay. Jetzt kommt im Display eine 2. Ja, eine Display, eine 2. Dann drückst du bitte die erste Position und sagst mir die Zahl. 1. Jetzt steht im Display eine 1. Eine 1, okay. Dann drückst du jetzt die 1 und sagst mir die Position. Erste Position war aber falsch. Was? Jetzt steht eine 4 im Display und wir fangen von vorne an. Oh, scheiße. 4. Vierte Position. Ist eine 4. Jetzt steht eine 1 im Display. Sagst du, da drückst du auf die Zahl 4, sagst mir aber die Position. Erste Position. Ja. Jetzt steht im Display eine 2. Gut, dann drückst du jetzt die 4, sagst mir aber die Position. Zweite Position. Jetzt steht im Display eine 2. Okay, wir sind jetzt bei Stufe was? 5 muss das sein? 4, sorry, viertes Licht. Wir sind jetzt auf Stufe 5, welche Zahl? 2. 2. Drückst du den an der ersten Position? Das ist eine 1. Ist richtig. Jetzt ja, kommt die letzte. 2. 30 Sekunden noch. 4. Jawohl, korrekt geschafft. Sehr geil, sehr geil. Abklatschen, High Five. Das war funny. Aber das mit den Zahlen, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr strange, oder? Ja, man muss sich selber im Kopf, ich bin wahrscheinlich wieder einmal durcheinander gekommen mit der Zahl und der Posi. Ja. Muss man gleich mal einen Zettel machen, da ist das leichter, aber da kann ich mir eine Tabelle machen. Links Posi, rechts Zahl, dann sehe ich das immer sofort und muss man das nicht immer im Kopf erst wieder zurechtdenken. Aber so geht's. So, jetzt machen wir die 2.4 Pick up the pace auch noch. Ich glaube, das war das mit dem Sensor, was die vorhin hatten. Okay, lass mich mal kurz, ich habe wieder keinen Stift, ne? Ja, dann geh mal schnell, kein Problem. Ich kann die Leute hier noch unterhalten, ich kann atemlos singen, ich könnte sonst was tun. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir im Chat diesen Ktane-Bot haben. Aha, was ist das? Das ist wohl ein Bot, der nach diesem Spiel guckt. Okay. Und dann dieses Maze nachspielt, wenn du mit Begriffen da um dich schmeißt. Aber der braucht halt Mod-Rechte. Aha. Bei der, glaube ich. Keine Ahnung, was ich da machen muss bei dem. Kann ich dir Mod-Rechte geben? Ist das... Ja, ich glaube, dann postet ihr nur den Link. Den hat man gerade kurz im Channel gesehen. Ah, okay, dann brauchen wir das ja nicht. Wie alt bin ich? Ich bin sehr alt. Ich bin auch gerne Großvater. Ja, also ich bin Cassis Vater und Streifenkals Schwester. Nein, ich bin 45 Jahre alt. The Explain. So, End. Ich habe jetzt eine komplette Zahlenkombination gemacht. Also ich habe jetzt alles. Also kann ich nichts verfehlen. Karl, du musst auch noch sagen, wie alt du bist. Wir sind gerade dabei zu sagen, wie alt wir sind. Ich bin 72. 72, gut. Ich bin also wirklich, ich bin ungelogen wirklich 45. Also, bist du bereit? Können wir diese Bombe entschärfen? Ja, wir können loslegen. Gut, ich habe auf Start geklickt. Es steht da Laden. Und ich bin ganz nervös. So. Typisch Bombenentschärfer ist immer Zigarette anzünden. Der Explain ist 14, hat er gemeint. So, 3 Minuten Zeit haben wir. Wir haben 2x Schiffe versenken und einen Button und auf der Rückseite nichts. Gut. Wir fangen an. Wir machen erstmal die Button. Genau, gelber Button, wo drauf steht Press. Gelber Button.
gelber Button. Drauf drücken, Farbe sagen. Blau. Bei einer 4. Okay. Ach, jetzt muss ich so lange warten. Jawohl, korrekt. Schiffe versenken. Jo, warte, dann muss ich wieder 20 Kilometer runterscrollen. Das ist aber auch am Arsch der Welt und die dazwischen haben wir noch nie gebraucht. Ich bin soweit, bin soweit. Grüner Punkt ist erste Reihe Position 5 und vorletzte Reihe Position 3. Gut, hab ich. Dreieck ist letzte Reihe Position 4. Weißer Punkt ist vierte Reihe Position 4. Zweimal runter. Super, easy. Dann haben wir nochmal Schiffe versenken. Grüner Kreis auf Reihe 3, Position 5 und letzte Reihe. Warte, Position 5, ich habe keine Reihe 3, Position 5. Doch, da habe ich, ja. Bitte. Und letzte Reihe, Position 4, genau. Gut. Dreieck ist zweite Reihe, Position 5. Weißer Punkt ist vierte Reihe, Position 1. Hoch. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Okay, geschafft. 1:13 noch Zeit gehabt. Das war schon. Das war einfach, ne? Easy. This is easy. Easy. Cakewalk. Jetzt habe ich Hunger, toll. Komm doch zweimal runter, geil. Ja. Aber das war geil. Zweimal runter war echt geil. So, Best Time 1:13, Karl. Rekord. Aber gut, die war jetzt nicht wirklich schwer, oder? So, jetzt kommt die Sektion 3, Moderate mit a Hidden Message. Also ich glaube, das ist das Sensorteil. Einmal würde ich gehen noch, dann lasse ich wieder jemand anderen. Ja, mir soll's wurscht sein. Ich bin ja nur der, der Knöpfchen drückt. Wir machen es einfach mal. Information can be obscured and wasted our time, bla 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 bla. Start, ich habe Start gedrückt. Ich glaube, wir sind so im Arsch, wenn die auf Seite jetzt kommt 11 und 12 und so kommen. So, 5 Minuten haben wir Zeit, die Bombe ist noch schwarz, jetzt wird es Licht im Stall. Wir haben einmal Drähte, 3 Stück, Drähte. Gelb, ja. Gelb, gelb. Zweite Kabel. Jawohl, korrekt. Dann haben wir, ich drehe jetzt mal das Ding um, das Sensorteil. Ist das Morsezeichen-Ding? Keine Ahnung. Was? Morsezeichen? Ja, dieses blau, gelb, grün, rote Sensorteil. Ach, das ist dieses Nachspielspiel. Ja, genau. Es blinkt. Was blinkt der? Was gelb. Blinkt der? Gelb. Gelb, dann drückst du grün. Ne, halt, stopp, nichts drücken. Ja, zu spät, hab schon grün gedrückt. Ja, war richtig. Nein, war falsch. Es blinkt immer noch gelb. Dann rot. Nee, grün! Ach komm, Karl. Mann, ich vergesse immer, dass hier Fehler mit eingebaut sind. Scheiße, jetzt haben wir zwei Fehler. Ja. Gelb immer noch rot. Rot nochmal drücken jetzt. Du musst jetzt rot drücken. Ja. So, was macht er jetzt? Gelb, rot. Rot, gelb. Ja. Jetzt macht er gelb, rot, blau. Rot, gelb, grün. Okay. Gelb, rot, blau, blau. Rot, gelb, grün, grün. Ich verstehe. Jawohl. Gelb, rot, blau, blau, blau. Rot, gelb, grün, grün, grün. Jawohl, korrekt. Jetzt haben wir noch ein Teil, wo Megahertz draufsteht. Habe ich, ja, verstehe ich. Habe ich schon mir eben angeguckt. 3.505 Megahertz. Unten steht TX. Du musst den Morsecode rauskriegen. Aha. Gelb, du musst gelb. Signal, du brauchst Ton. Du brauchst Ton. Kurz, lang. Du musst mir sagen, kurz, lang. Ja. Lang, lange Pausen zwischen. Lang, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz. Lang, kurz, lang, so ist es. Oh ne, wie viel Zeit haben wir? Lang. Warte mal, die lange Pause ab. Zwei Minuten. Du musst die lange kurz, Pause ab. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Das war's. Warte mal, kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz. Was ist das? Das geht nicht. Da läutet gerade ein Wecker. Das ist richtig scheiße. Der Wecker
Kacke, ich weiß nicht, ob das, wann das. Du musst eine lange Pause erwarten. Ja, habe ich gemacht. Jetzt geht's los. Kurz, kurz, kurz. Kurz, lang. Kurz, kurz. So, jetzt habe ich die Pause wieder verpasst. Der Wecker hat mich gestört. Jetzt wird's dunkel, eine Minute noch. Wir haben wahrscheinlich. Ich muss die lange Pause abwarten. Das ist voll scheiße mit diesem kurz, 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 lang, lang, lang. Du musst mir sagen, wenn ein neuer Buchstabe kommt. Neuer Buchstabe ist gut. Jetzt wird's hier langsam rot. Ich würde sagen, ja, es wird nichts mehr. Jetzt war die lange Pause. Kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz. Ja, das ist geht. Das wird mit 3, 5, 2, 2. 3, 5, 2, 2. Wo muss ich die? Ah, okay. Jawohl, korrekt. Karl, du bist geil. Wie das kommst du auf... Das war pures Glück. Wie kommst du? Ich habe einfach von 4 S-Buchstaben, weil der erste Buchstabe war ein S. Es gibt 4 S-Buchstaben. Ich habe jetzt einfach, weil ich wusste, wir haben keine Zeit mehr, einfach das genommen, was irgendwie lucky war. Das war geil. Mach 3, 5, 2, 2, zack, bumm und richtig. Wahnsinn, Jesus. Wir hatten Time Remaining 0,14. Du hast 14 Sekunden noch, 14,50, ja. Ja, Hammer, oder? Oh, alter Schwede. Ich habe einfach nur gedacht, wir haben noch 4 Buchstaben. 4. Du hast eine Chance von 25%. Mach einfach. Ja, eh scheißegal. Aber nee, es war geil. Leck mich am Arsch. Das Morsezeichen-Ding ist voll echt schwer. Klar, du musst die lange Pause abwarten. Aber was sage ich dir dann? Dann sage ich dir kurz, kurz, kurz und du so, hä? Ja, kurz, kurz, kurz. Neuer Buchstabe. Kurz, kurz, lang. Ja. Neuer Buchstabe, kurz, kurz, weil du siehst ja immer so eine kurze Pause dazwischen. Ja, ja, das ist klar, nur dann sage ich... diese Pause sofort nutzen mit Nächster. Ja. Weil ich habe jetzt wirklich eben aufgeschrieben, kurz, 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 und war ich bei 4 und da habe ich ein H gesehen und wollte schon die Lösung nennen, weil es gibt nur ein Wort mit H. Oh Gott, oh Gott. S gibt es 1, 2, 3, 4, 5. Oh, es waren 5, Entschuldigung. Jesus Christ. Alter, was ein Glück, dass wir mit der 5 genau das Richtige kriegen. Hä, hey. Du hast doch aber Schlick genommen, oder nicht? Slick? Das ja, hat Schlick. Ja kein H. Nein, wir waren auch bei S. Er hat ja beim nächsten Mal dann nochmal gesagt und da waren es dann 3. Ja. Also das mit dem Morsezeichen fand ich bis jetzt am schwierigsten. Ja, es ist schwierig. Hesi, im Chat fragt die ganze Zeit einer dieselbe Frage. Ich muss mal gucken. Noch und noch nicht. So, Sekunde. Ich muss hier gerade mal den Chat lesen. So, wie machst du das mit dem Chat, dass die geschriebenen Sätze in einer Box auftauchen? Hä? Er hat eine Frau, die hält das Bild. Hat eine Frau, die schreibt das immer auf und hält das ins Bild. Das bin ich. Ich laufe immer durchs Bild mit einer Tafel, auf der das geschrieben steht. Nee, man sieht bei dir immer im Chat, im Stream, wenn einer was im Chat schreibt. Ach so, das ist das TS-Teil. Das ist dieser TS-Zusatz Overwolf oder wie der heißt. Ach, das kommt vom Team? Ja, ist vom TeamSpeak. So ein Zusatz, wenn du TeamSpeak installierst, dann hast du diesen Overwolf oder wie er heißt und dann siehst du immer, wer gerade spricht oder, ja. Genau. Box. Die kommt dann automatisch, wenn dieses Overwolf da installiert ist. Ist einfach nur ein Zusatz für TeamSpeak, dass man in Spielen praktisch das Ding benutzen kann. Wollen wir nochmal eine? Ich würde es gerne jemand anderen Platz machen, aber es wird halt natürlich jetzt sehr, sehr schwierig. Ja, genau das ist das Problem. Komm, wir machen noch eine. Okay, eine machen wir noch. Danach gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück, machen eine leichtere für nicht so. Für jemanden, der dann auch noch will, genau. Richtig, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Kabelscheiße. Die wirkt schwierig. Also, do this wire looks different to you. Elektriker sagt das. Ja, komplizierte Verkabelung. So, können wir nochmal. Also, es geht jetzt los. Das Ding ist wahrscheinlich schwierig. Es hat 5 Minuten Zeit, 3 Module und 3 Strikes. Keine Ahnung, was auch immer das bedeutet. Ich habe ja hier meine Experten. Ich bin nur derjenige, der macht. Exekutive. Genau, ich bin die Exekutive. Gott, jetzt kommt bestimmt dieses Kabel. Wenn du schon sagst Kabel, wird das richtig sein. Naja, Wires sind Kabel. Wir haben jetzt, wir fangen mit Drähten an. 3 Drähte, gelb, rot, rot. Warte. 3 Kabel, gelb, rot, rot. Jawohl. Letzte, korrekt. Wir haben das Zahlenspiel wieder mit dem Display. Was? Display, Zahlen? Achso, das. Oh Gott, ja. Unser Lieblingsspiel. Genau, euer Lieblingsspiel. Bin soweit. Im Display steht eine 1. Gut, du drückst die an zweiter Position. Das ist eine 4. Jetzt steht im Display eine 4.
Warte mal, Position war 2. Jawohl. Zahl war eine 4. So, jetzt haben wir als nächstes. Eine 4 im Display. So, dann drückst du dieselbe Position wie in Stufe 1. War die zweite Position. Jawohl. Ist die? Ich sehe sie gerade nicht. Bei mir ist gerade das Licht ausgegangen. 4. Es war aber eine 4, jawohl. Gut, dann jetzt Stufe 3. Eine 1. Dann drückst du jetzt nochmal eine 4. Sagst mir aber die Position. Dritte Position. Ja, Stufe 4. Jetzt steht eine 2 im Display. Dann drückst du bitte jetzt die erste Position. Eine 1. Ja, und die letzte? Eine 1. Drückst du eine 4. Korrekt. Der Wecker soll mich durcheinander bringen, denke ich. Jetzt habe ich das Teil gedreht. Jetzt kommt das Teil, wo die Drähte an Positionen gehen. Position 1, roter Draht. Warte, ich muss erst mal diese Drahtscheiße finden. Da habe ich echt Angst vor jetzt. Das ist eine... Ja. Also, der erste Draht, Position 1 auf ja. B. Roter Draht 1 auf B. Okay, das heißt, betrachten Sie jedes Kabel. Es gibt ein LED über dem Kabel. Gibt's das? Nö. Und einen Platz für ein Sternsymbol unter dem Kabel. Nö. Ich habe nur 1, 2, 3 ABC und die Drähte gehen so, von... Kabelsequenzen, okay. Ja. Das heißt, wir haben noch 2 Minuten 30. Ja, ist okay. 2:30 haben wir noch. Das letzte. Und wir müssen das wahrscheinlich 4-mal machen, ne? 2:20 noch. So, die 1 geht auf? Die 1 geht auf B. Ich verstehe noch nicht, was ich jetzt durchtrennen soll. Ich hoffe, das noch nicht so ganz. Nee, ich denke, ich muss mit den Drähten einfach die Drähte verschieben. Weil ich habe einen Hoch- und Runterpfeil. Nee, damit gehst du ins nächste Panel. Das soll man nicht machen, wenn man sich nicht 100% sicher ist, wenn man nicht zurückgehen kann. Okay. Ich kann aber auch die Drähte einzeln drücken, ja. Also wie gesagt, ich habe 1, 2, 3. 1 geht auf B. Nochmal, hallo. 1 geht auf B. Jawohl. 2 geht auf C. Und 3 geht auf C. Du musst auch die Farbe mit einberechnen. Also, dann trennt man erst den durch, der C hat. Es gibt einen roten und einen schwarzen Draht, die auf C gehen. Bitte, dann warte mal. First red occurrence. Okay, bitte erst den schwarzen. Probier mal den roten bitte durchzutrennen, der auf C geht. Falsch. Scheiße. 50 Sekunden noch. Ich weiß nicht. Das ist richtig scheiße. Was ist das? Das kapier ich überhaupt nicht. Also, die Bombe geht hoch, sag ich dir jetzt schon. Ja, kann ja sein. 2C, 1B, 3C. Genau das schreibt der Riem. 2C, 1B, 3C. Ich sehe den Chat eh nicht. Ja, ich hab jetzt alle durchgemacht, weil es bringt eh nichts. Ich versteh's auch nicht. So, ich habe jetzt den ersten Panel grün. Keine Ahnung. Ah, jetzt ist er grün, nachdem ich die 3 durchgecuttet habe, so wie er geschrieben hat. Das heißt, die erste Position war richtig, die wir gemacht haben. Und jetzt ist die Bombe hochgegangen. Das heißt, wir müssen die Drähte durchtrennen. Dann muss ich den Panel nach unten oder oben schalten, damit es weitergeht. Aber es war richtig, was du gesagt hast. Beziehungsweise der Riemt hat es dann auch geschrieben. 2C, 1B, 3C. Hey, was habe ich? Ich habe gesagt, durchtrennen bitte erst den roten, der auf C geht. Aber warte mal. Ja, das genau. Das war ja auch richtig. Also er hat ja geschrieben 2C, das war ja der zweite Draht, also der rote, der dann auf C ging. Ich würde sagen, Riemt soll auch mal reingehen. Ich glaube, der hat es gerade kapiert. Der kann uns das kurz mal erklären. Ich habe das jetzt, glaube ich, auch verstanden. Das ist das, weil du hast hier zum Beispiel steht jetzt, du hast ein aufkommender roter Kabel. So, als erstes trennt man immer den durch, ein rotes Kabel, der auf C geht. Dann trennt man den durch, den roten, der auf B geht. So, dann musst du gucken bei schwarz, aufkommende schwarzen Kabel. Schwarzes Aufkommen auf A, B oder C. Ah, der... So, auf A oder C
So, das versteht ja schon auch nicht. Channel. Du hast A oder C. Sonst Dr. Dark Chaser sagt gerade, das war falsch, was wir gemacht haben. Gut. Ja, da kam ein Strike. Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber... War nicht. Also wenn Dr. Dark Chaser auch gerne bei uns im TS mitmachen will, und der soll einfach mal reinkommen, wenn er es uns erklären kann. Ich poste gerade nochmal den TS-Link. So, müsste ich eigentlich haben. Dirk, du musst immer von oben nach unten gehen, welcher am oben draufsten liegt. Am oberdraufsten, der war gut. Ja, bei dem zweiten Panel hattest du ja zum Beispiel gerade den schwarzen oben drauf liegen. Ja, den hatte ich, ja. Und den hättest du dann schneiden müssen. Also den schwarzen zuerst praktisch, oder wie? Ja, weil der am oben draufsten liegt. Ah ja, okay. Es ist geil. Ich würde sagen, wir versuchen das gerade jetzt nochmal und wir fangen gleich mit dem an, weil das ist, glaube ich, am schwierigsten, oder? Nur um das mal zu verstehen, ja. Ich leg mir mal den Stream diesmal daneben, nur um das mal besser zu verstehen, damit ich das kraften kann. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. Ich habe auch gerade zugeguckt nebenbei. Also, ich gehe mal auf Retry. Mach das einfach mal an. Ich will jetzt nur mal das Ding sehen und den, ja, ja, klar, den Stream und das Ding. Naja. Also wenn Kessia sagt, dass das Teil, was am oberdraufsten liegt, geiles Wort. Ja, aber beim ersten hat man das nicht wirklich gesehen, ne? Da waren ja zwei rote und dann ganz unten, ja, der schwarze. Jetzt haben wir zum Beispiel nur zwei blaue. 1A, 2C. Und ich habe Pfeile oben nach unten, ne? Also. Ich sehe noch nichts. Ja, sobald ich müssen kurz warten. Das, ja, ja, machen, okay. Wir wollen jetzt erstmal noch rausfinden, wie das funktioniert, das Teil, deswegen gucken wir mal. Ich höre gar nichts vorne. Doch. A und C, oder? Hm. A oder C. Geil. Es ist B. Das ist total bescheuert, da steht jetzt A oder C. Ja, ja, ich hätte jetzt auch gedacht, hier würde vielleicht A und C stehen, aber hier steht immer nur C, A oder C. Durch Trend C. Glaube ich, hab's verstanden. Ja, das war richtig, okay. Genau. Der zweite, und der geht A nach C, also musst du den schneiden. Zwei. Ja, jetzt habe ich ihn geschnitten. Also das heißt, ich muss eigentlich nur einen Draht schneiden und dann weitergehen, oder wie? Genau. Okay, dann gehe ich jetzt mal nach unten, dann kommt jetzt der zweite. So, welcher liegt jetzt da am oberdraufsten, so wie die Kästchen sagen würde? Wir haben 4, 5, 6, A, B, C. Farben sind verdammt wichtig, du musst die Farben dazu sagen. Alles blau. Und 4 und 5 gehen in A. Wir haben ja Zeit, können wir mal erklären, wie das jetzt mit dem ersten Panel gemacht hat? Ich raff das nicht. Die Nummer 1 ist First. Also First, Red, Blue oder Black. Die Nummer 2. Der erste war blau, ja. Genau, der ging aber auf die A. Das heißt, du schneidest den nicht. Den schneidest du nur, wenn der blaue auch B ist. Wie in der Liste. 5A durchtrennen. 5A. Warte mal, 5A, ja. Wieso 5A? Jetzt mal 5A, wieso 5A? Dann nichts weiteres durchtrennen, danach weiter. Das vierte aufkommende Kabel. Du fängst von oben an zu zählen und da steht, also das vierte Kabel, ne Moment, das dritte Kabel. Das vierte muss er zuerst trennen. Also hier 4A. Nach der Liste, das wäre das dritte aufkommende Kabel, wäre das erste und das würde sagen, die Verbindung zu B kappen. Da die aber nicht vorhanden ist, gehst du zum nächsten. Vierte aufkommende Kabel ist 2,5 und das sagt Verbindung zu A. Ich schaff das nicht, das werde ich nicht kapieren. Machen wir mal kapieren. Kurz weiter. Ich habe jetzt 7, 8, 9, A, B, C, 8 auf B rot, 9 auf A schwarz. Nur das schwarze trennen und dann weiter. Jawohl. Dann habe ich zwei schwarze Drähte, 10 auf A und 12 auf B. Beide durchtrennen und dann weiter. Ja, dann haben wir es geschafft. Dann kommen Drähte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Blau, rot, weiß, blau, schwarz, rot. Seriennummer, letzte Ziffer. Ja, wenn ich eine habe. Ist 3. Dritte Kabel durch drin. Jawohl. Dann haben wir noch unser schönes Display-Zahlenspiel, was der Karl so gut kann. Im Display steht eine 3. Kannst du mal gerade 20 Fehler machen, die Bombe hochgehen lassen? Ich würde das gerne einmal probieren. Aber wir haben jetzt eh nur noch. Können wir es ja noch fertig machen. Dritte Position. Welche Zahl ist das? 4. Drücken. Habe ich. 4 steht jetzt im Display. Wieder dritte Position, welche Zahl ist das? 4. Drücken. Hab schon. 1 steht im Display. Die
Zahl 4 drücken. Welche Position? Ja, 2, 3, 1, 4 ist vierte Position. Jetzt steht im Display eine 2. Knopf in der ersten Position drücken. 1. Jetzt noch eine Zahl. 1 steht im Display. Zahl Nummer 4. Ja, letzte Sekunde, ich habe es nicht mehr gehört, beziehungsweise da war die Bombe schon hochgegangen. Aber wir hätten es geschafft, ganz knapp. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es mit dem Wire. Ich habe das Gefühl, dass man die durchtrennt, habe ich jetzt zumindest soweit verstanden, die nicht stimmen. Nee, die stimmen. Also, die, wo mit der Liste übereinstimmen. Ja, also wenn, sagen wir, du hast jetzt, nochmal ein Beispiel, also wenn du, sagen wir, du hast nur rote Kabel. Eins ist mit C verbunden, also sagen wir, das erste ist mit A verbunden, das zweite mit B, das dritte mit C. So, das erste rote Kabel, schaust du dir an, verbunden mit C. Wenn es mit C verbunden ist, trennst du es durch. Da es aber nicht mit C verbunden ist, geht es zum nächsten. Zweite Kabel ist mit B verbunden, also durchtrennst du es. Dritte Kabel ist mit C verbunden, also nicht mit A, wie es in der Liste steht, also durchtrennst du es nicht und gehst dann weiter. Mach das bitte nochmal, ich würde das gerne mal kurz alleine probieren einmal. Nur damit ich schon mein Verständnis habe. Also wir machen nochmal Retry. Er lädt gerade. Du möchtest ansagen, Karl? Ja, ich würde das nur, damit ich das Verständnis habe. Das ist, wenn ich das einmal raus habe, habe ich das drauf, aber das ist... Okay, also ich habe 1, 2, 3 ABC, roter Draht 1 auf B, 3 auf A, schwarz. Eins auf B rot, drei auf A schwarz. Okay, das heißt für mein Verständnis her, eins geht hier nur auf C, das heißt, das durchtrennen wir nicht. Und bei dem Schwarzen geht es auf B, geht hier auch auf A, durchtrennen wir nicht, würden wir also weitergehen einfach. Nein, das erste Schwarze immer durchtrennen. Jo. Hä, wieso das denn? Okay. Weil das erste Schwarze ist, was wir jetzt gesehen. Demnach ist es First Black Occurrence. Okay. Das geht in die Reihenfolge. Das erste Rote, was wir jetzt sehen, geht auf B. Es gibt kein erstes. Das erste Rote geht nur auf C. Das heißt, wir durchtrennen nur den Schwarzen, weil es das erste Schwarze ist, weil es auf alle gehen kann. Genau. So, jetzt haben wir... Jetzt haben 4 Schwarz auf B, 5 Blau auf B. Ja, Blau durchtrennen weiter. Richtig. Ja. Jetzt haben wir... Rot 7 auf C, Blau 9 auf C. Rot 7 C, Blau 9 C. Ja, ich muss gerade erst das nächste Bild sehen. Ich muss das einmal gemacht haben für mein Verständnis. Deswegen sehe ich, warte ich gerade auf das Bild. Dauert etwas. Okay, das ist jetzt das zweite rote Kabel, was wir sehen. Das darf nur auf B gehen. Das heißt, wir durchtrennen es nicht. Das ist das zweite blaue, was wir sehen. Das darf auf A oder C gehen, damit durchtrennen wir das blaue und gehen weiter. Jawohl, richtig. Jetzt haben wir 10, 11, 12 A, B, C. Das heißt, wir haben 10 auf B blau, 11 auf C blau, 12 auf A schwarz. Ich versuch's mal gerade ohne Bild. Erstmal das erste, ich muss gerade überlegen. Haben wir einen roten Draht? Nein. Haben wir einen blauen Draht? Ja, 2 Stück. Woher geht der erste blaue? Der auf B. Durchtrennen. Das nächste. Blaue Kabel 11 auf C. In Ruhe lassen. Das nächste? 12 auf A schwarz. Das ist das dritte, glaube ich, ne? Oder was? Das zweite oder dritte? Müsste das dritte sein. Dann lass es auch in Ruhe, mach's weiter. Jawohl, korrekt. Oh, Halleluja. Das heißt, wir haben das. Ich hab verstanden. Nicht die Zahlen, hier sie am besten nicht die Zahlen angeben, das verwirrt nur. Also nur Draht oder was? Ja, nur die Farbe sagen und wohin es geht. Also wir haben jetzt Drähte, machen wir mal so. Blau, weiß, gelb, gelb, gelb. Also 5 Stück. Achso, du bist jetzt ganz woanders. Ja, ich habe schon weitergemacht, weil wir schon fertig waren. Zweite Kabel ist drin. Ah ne, stopp! Ja, war richtig. Jetzt haben wir das Senso-Spiel wieder mit blau, gelb, grün, rot. Erste Farbe. Wir haben noch keinen Fehler. Blau. Wir haben keinen Fehler, ne? Nein. Seriennummer, Zahl?
Also dieses Sensorspiel, dieses Musikspiel, nachdrücken, das meine ich, sind wir gerade. Simon Says. Enthält diese Seriennummer ein Vokal oder kein Vokal? Warte, ich muss erstmal eine finden. Oh, jetzt hat er die Bombe hingelegt, der Depp. Hallo. Ich habe gar keinen. Ich habe eine Seriennummer und da steht AJIMG2. Also nein. Ist ein Vokal drin, gut. Und die Farbe war blau, ne? Ja. Rot. Drück's rot. Jetzt sehe ich gerade nichts, aber ich drücke rot. Ich habe grün gedrückt, ich Depp. Weil es dunkel ist. Rot, dann haben wir jetzt einen Fehler. Dann haben wir jetzt einen Fehler, was blinkt. Immer noch blau wahrscheinlich. Immer noch blau, ja. Dann drückst du jetzt grün. Ja. Jetzt? Ist blau, gelb. Grün, rot. Ja. Blau, gelb, grün. Grün, rot, blau. Jawohl. Blau, gelb, grün, blau. Grün, rot, blau. Oh, was war das letzte? Scheiße. Grün, blau. Passt. Ich hab's mir gemerkt. Blau, gelb, grün, blau, rot. Grün, rot, blau, grün, gelb. Korrekt. Geschafft. Sehr fein. Simon Says habe ich nicht verstanden, aber egal. Ja, Simon Says geht im Endeffekt so, du drückst die erste Farbe. Du musst gucken. Aber die Seriennummer hat ein Vokal oder hat kein Vokal? Ja, ja, klar. So, dann haben wir schon Fehler, haben wir keine Fehler? Ja. So, jetzt hatten wir zum Beispiel beim ersten Mal. Sagen wir jetzt mal, beim ersten Mal hat man noch keinen Fehler, das Ding hat ein Vokal. Es hat blau geleuchtet, drück ich rot. Danach kam gelb, drück ich rot. Und danach kommt gelb, drück ich grün. Also immer spiegelverkehrt eigentlich. Das heißt, wenn er jetzt kommt blau-gelb, drücke ich rot-grün. So, kommt dann blau-gelb-grün, drücke ich rot-grün-gelb. Problem ist halt, dass ich mir dann oben die Farben angucken muss und mir unten die Farben merken. Das heißt, ich muss Multitasking im Kopf. Ja, aber die eine grüne hatte ich ja dann noch im Kopf, also das war dann okay. Adende 47 meint, ich soll doch mal den Wecker ausschalten. Ja, das ist leider das Zeug, was mich verwirren soll. Schlimm ist es, wenn auf einmal alles dunkel wird und du dann da hockst und denkst, oh Gott. Also ich fand bis jetzt... Am schlimmsten war das bis jetzt das Morse-Teil, fand ich. Wie wir es einmal gemacht haben. Du hast ja hinbekommen. Ja, aber ich hab's nur hinbekommen, weil wir dann einfach. Mach einfach 3-5-2-2. Leck, war das gut. So, noch eine, weil wir gerade so gut dabei sind, alle miteinander, oder? Steve auch schon, dass das vorhin dunkel geworden ist? Nein, die waren noch nicht so weit. Die waren ja Noobs. Die waren ja Noobs. Komm, wir machen noch eine. One Giant Leap. Eine geht noch, genau. Dann machen wir kurze Pause und dann können wir überlegen, was wir machen. Gerade so lustig. Angst vor diesen fetten Krabbeln, da dieses Rumgefummel da mit diesen Farben und diesen Zeichen. Das gerafft. Nee, aber das Ding macht. Den Ovalen furchtbar. Ich raff das nicht. Ja, ja. Also, es geht los, Leute. Die Bombe kommt. Wir haben Hieroglyphen. Wir haben ein umgedrehtes Eurozeichen. Wir haben einen Dreizack. Wir haben ein Omega und wir haben AE. Dreizack, ein AE. Dreizack AE. Dreizack AE. Ich finde das Dreizack AE. Umgedrehtes Eurozeichen. AE. Ja. Dreizack Omega. Sehr schön. Ich drehe jetzt die Kiste um. Wir haben wieder unsere schönen Drähte und wir haben Morse und wir haben Buchstaben. Oh Gott. Also wir fangen mit den Drähten an. Eins blau. Lass die Zahlen bitte weg. Nur blau. Ja, es ist aber wieder dieses 1a, 2b und so weiter, ne? Ja, also. Einfach nur die Farbe sagen und wo drauf es geht, Buchstaben. Ja, jetzt ist es momentan gerade dunkel, das heißt, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur die Morsezeichen, aber ich warte kurz die 10 Sekunden, bis es wieder da ist. Du durchtrennst das Blaue? Ja, warte, wir haben... Blau auf B, Rot A, Schwarz A. Schwarz und Blau durchtrennen. Schwarz und Blau durchtrennen, ja. Okay, nächstes Bild ist Blau B, Rot A, Rot A. Du durchtrennst das zweite rote A. Jawohl. Dann weiter. Und durchtrennst das, warte mal, was war blau? Nein, das war's dann weiter. Okay, ich bin weitergegangen. Jetzt haben wir Rot B, Blau B, Schwarz A. Blau durchtrennen. Ja. Schwarz durchtrennen. Jawohl. Einer kommt noch. Ein rotes auf C. Wo haben wir jetzt beim vierten roten Kabel oder beim fünften roten Kabel? Beim fünften. Dann nicht. Okay. Fertig. Geschafft. Jetzt kommt die Geschichte mit den Wörtern. Oben steht Hold On. Warte, hold on, Leute. Ich muss das wieder hoch komplett. Unten rechts. Unten rechts ist Your. Your ausgeschrieben? Ja, oder ausgeschrieben ohne Apostroph. Okay, du klickst das erste an, was du hörst. U, U. Also mit U-H-U-H. Nein. U-A. Nein. U-R.
Warte, UR habe ich, ja. Okay, klick drauf. Jawohl, Hammer. So, es steht oben im Display Hold On. Schon wieder, unten rechts. Hold. Hold? Ja. Hold, 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 ich finde es nicht. Wo ist es? Hier, UR. Ja, okay, gemacht. Achso, okay, weiter. Nothing. Nothing? Nothing, genau. Links, Mitte. Links, Mitte ist Next. What? Mit Fragezeichen oder ohne? Mit Fragezeichen. Jawohl, ist richtig. Jetzt kommen wir Morsezeichen. Okay, warte, lass mich, das muss ein nach eins nach dem anderen gehen. Wie gesagt, bin soweit. Lang, kurz, 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 lang, kurz, 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 lang, kurz, 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 lang, sorry, kurz, kurz, kurz. Warte mal, mach mal auf. Du musst sagen, dass der nächste Buchstabe kommt. Ich weiß nie, wann der nächste Buchstabe kommt. Wir haben, in der Pause macht, kommt der nächste Buchstabe. Ich will gucken, ob ich das jetzt schon lösen kann. Müsste mit dem B anfangen. Ja, hab ich auch. Müsste dann mit einem S weitergehen. Das geht ja gar nicht. Ja, das hätte ich nämlich auch. Bullshit. Nochmal von vorne. Pause abwarten, nochmal von vorne. Versuchen, nächste Buchstabe anzusagen. Einfach kurz, sagen, nächste. Kurz, kurz, nächster. Lang. Kurz, kurz, kurz. Nächster Buchstabe. Kurz. Kurz, kurz. Nächster Buchstabe. Lang. Nächster Buchstabe. Kurz, kurz, kurz. Nächster Buchstabe jetzt. Lang. Kurz, kurz. Dreimal kurz, sorry. Kurze Pause. Nochmal einer. Schwierig. Okay, wir fangen an mit nicht mit einem B, sondern mit einem S. Dann geht es weiter mit... Die Bombe geht gleich hoch. Ich finde das scheiße nicht. Wo ist das Ding denn hier? Es gibt kein Lang mit drei Kurz. Das ist Lang, kurz, kurz. Kurz, kurz. Also. Es ist schwierig. Es ist ein S, es ist ein 6. Wieso sind denn plötzlich Zahlen? Hier ist nicht ein Wort mit 5.22 MHz müsste es sein. Falsch. Problem ist, hier ist plötzlich, wir haben eine Zahl als Vorgabe gekriegt. Mir ist nicht ein Wort mit Zahl dabei. Lang, kurz, kurz, kurz ist der erste. Kurz ist der zweite. Und dann ist die Bombe hochgegangen. Schade. Aber ja. Was mit B war's dann? Morse ist böse. Morse ist böse, ja. Aber wir waren eigentlich recht gut. Wir hätten nur noch das Morse-Teil machen müssen. Ich glaube, es war Break. Ja, Break. Meiner Meinung nach hat es mit dem S angefangen, weil er hat das. Du musst halt gucken, wo ist die lange Pause. Ja, dann habe ich nach der langen Pause angefangen, dann war es lang, kurz, kurz, kurz. So, das ist ein S. B, und, stimmt. Lang, kurz, kurz, kurz. Ja. Ja, das ist ein B. Und dann kommt ja wieder eine ganz kurze Pause und dann kommt der nächste Buchstabe. Das war ein kurzer, wenn ich es richtig gesehen habe. Was wären ein kurzer wäre ein E, das wäre BE, BE, BE. Was waren das? Was waren das? Wort, was mit BE anfängt, Beats. Was waren das R? Deswegen war da auch S und B hintereinander, da war eine lange Pause dazwischen. Ja, der hatte die lange Pause dazwischen gepackt und hatte dann S und B, ja, das stimmt. Das war Beat. Ja, wollen wir nochmal? Jo, absolut, das macht Spaß. Also diese Scheißbombe müssen wir schaffen. Da, also mich regt dieses Morse-Ding auf, ne? Weil wie gesagt, ich rein theoretisch... Mach das Morse-Gerät zuerst, weil es am längsten dauert. Ich müsste mir irgendwo... Ich brauche mehr Zettel. Ich wollte auch gerade sagen, ich müsste den Zettel schreiben und müsste dann sagen, kurz, 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 nächstes Wort und so weiter. Stimmt, das wäre eigentlich das Beste. Ich suche mir gerade mal ganz kurz einen Kugelschreiber. Aber sowas hat man heutzutage nicht mehr. Wie ich eben schon sagte, wirklich. Jedenfalls nicht hier. So, warte mal. Man hat das iPhone, da kann man drauf rumzeichnen. Da gibt es bestimmt auch eine Morse-App. Die ganzen Hausübungen muss ich tatsächlich handschriftlich abgeben. Bei mir in der Uni, also. Ja, ich arbeite nur am Rechner, das ist halt, ja. So, jetzt lass mich mal gucken. Kann ich hier irgendwas machen? Nicht wirklich. Gott, ich habe keine Zeichen-App hier da. Wir versuchen es so, komm. Ich müsste es zwar machen, aber ich habe keinen Kugelschreiber hier rumliegen. Das nächste Mal hole ich mir einen Kugelschreiber. Fertig? Fang mal mit Morse an, komm. Ja. Ich zeichne für euch. Oh ja. Ich muss mir halt einfach angewöhnen, einfach dieses nächste Wort dann zu sagen. Nur dann geht das Ding schon wieder los. So, es geht los.
Ich gehe. Ah, wir haben noch nicht mal Morse, sehr schön. Wir haben einfach. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drähte. Blau-weißer Draht, weiß-weiß, blau-weiß, rot-blau. Mit Symbolen dran unten, wenn ihr die braucht. Ist ein gelber dabei? Nein. Nein, der ist nicht der, du. Das ist dieses komplizierte Verkabelung. Genau. Mit Symbolen. Betrachten Sie jedes Kabel, es gibt eine LED über jedem Kabel. Genau, und die LED leuchtet beim ersten. Platz mit einem Symbol. Genau. Nutzen Sie für jede Kabel-LED-Symbol-Kombination das Diagramm unten und entscheiden Sie, ob das Kabel trennen. Jedes Kabel kann mehrere Farben gestreift sein. Genau. So, fangen wir mit dem ersten Kabel einfach an. Das ist LED leuchtet bei dem Kabel, blau-weiß. Gut, blau-weiß. Kabel hat rote Farbe, Kabel hat blaue Farbe. Kabel hat Symbol, was für ein Symbol hat das? Keins. LED ist an. Ja. Das heißt, es ist gelb, es ist blau. Es ist weiß-blau. LED ist an. LED ist an. Hat es ein Sternsymbol? Nein. Gut, LED ist an. Kabel hat blaue Farbe. Oh nein, gedrehte Kabel. Was Neues. Ja, es ist noch, da kommt noch mehr Neues heute. Ich sag mal den ganzen Leuten, die hier mitmachen oder zuhören, ich habe die Anleitung noch nicht mal gesehen. Ich drücke nur, was man mir sagt. Wie es eine gute Exekutive ebenso macht? Ja, es gibt immer jemanden, der die Macht hat. 3 Minuten noch. Alter, das ist ja voll kompliziert, dieser Scheiß. Ach. Kannst auf Pause drücken, Hesi. Nein. Jetzt geht gleich wieder der Wecker los, die Lichter gehen an, Merkel kommt rein. Merkel? Das hat kein Sternsymbol, ja? Nein. Hä, da sind doch Sternchen. Ja, aber nicht bei diesem Kabel. Achso. Wenn ich jetzt zu Karl sag, Sternsymbol an 2., an 4., 5., 6. Stelle. Hat die Bombe einen parallelen Port? Hat die Bombe einen parallelen Port? Du fragst mich parallelen Sachen. Parallelen Port ist der mit den ganz vielen Punkten am Stück. Das ist dieser HDMI, nee, nicht HDMI, aber DVI, kennst du ja. Parallelen Port ist halt dieser lange mit den zwei Kreisen am Ende und am nein, Anfang. Nein. Hat's nicht gut, dann, warte, das muss ich wieder hochscrollen, dass das so weit auseinander ist, ey. Gut, P. Durchtrennen Sie das Kabel, wenn die Bombe einen parallelen Port hat. Du durchtrennst es nicht. Nächstes Kabel. Weiß, keine LED, Sternsymbol. Hat Sternsymbol, ja? Ja. Und kein LED? Nein. Durchtrennen Sie das Kabel. Gemacht. Drittes Kabel, weiß. Kein Symbol, keine LED. Durchtrennen Sie das Kabel. Nächstes Kabel, blau, keine LED und Sternsymbol. Jetzt siehst Karl Hesi auch noch. Ehrlich. Karl weiß, um was es geht. Sag mir in der Zeit derzeit schon mal. Nicht durchtrennen. Weiß, Sternsymbol, keine LED. Eine Minute noch. Durchtrennen Sie das Kabel. Ach, jetzt habe ich. Ah, fuck. Ja, sorry. Okay. Mittleres Teil, Digitalanzeige, JVME. So eine Digitalanzeige und da steht auch ein Submit-Button dabei. Ein paar Sekunden haben wir noch, bevor es Bumm macht. Ist wieder was Neues, das hatten wir auch noch nicht. Ich leg die Bombe hin. 30 Sekunden noch. Seid ihr noch da? Ja, ich musste mich erstmal in dieses komische Kabelding reindenken. Ich bin dafür, dass wir uns jetzt mal für unsere spezialisierten Sachen raussuchen, dass wir das trennen können. Ja, das ist das, was ich am Anfang sagte. Dass wir nicht so viel rumscrollen müssen. Ja, jeder macht einen bestimmten Teil. Ich würde mir gerne eigentlich. Wir haben wie viel Abwasser gibt es insgesamt? Wir haben. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich glaube, die Symbole liegen mir nicht so gut. Mir liegen ganz gut die Kabel. Komisch, ich bin Elektriker, wie witzig. Hey, ihr seid schon lustig.
Also ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ich gehe mal ganz kurz wohin, fülle mein Getränk nach und dann können wir es gerne nochmal versuchen. Wer ist denn überhaupt noch dabei? Ja, ich werde mal. Ich. Also ich bin der drückt. Ich bin, wie gesagt, ich kann morgen ausschlafen. Ich bin dafür, du gibst mir das, ich suche mir jetzt einfach mal was raus. Ich nehme das erinnern, weil ich habe mir dafür die schöne Tabelle gemacht. Das ist ganz gut. Ich gucke auch noch, ob ich vielleicht noch einen Kugelschreiber finde, falls wir nochmal Morse-Singer kriegen. Erinnern ist dieses... Lad dir eine Morse-App runter. Erinnern ist dieses Ding, was oben steht, kurz, wo oben eine 1 steht und unten dann 1, 2, 3, 4. Ja, das können wir untereinander ausmachen, das muss ja nicht Hesi. Ich sag es ja euch. Genau, macht ihr das untereinander aus. Ich mach kurz noch mein Porno-Bild, damit jeder weiß, dass wir kurz Pause machen. Ihr könnt aber weiter labern und wenn irgendjemand noch mitmachen will, der auch Ahnung hat, der kann gerne bei uns in TS kommen. Ja, TS3 und so weiter. Ich glaube, es hackt und so weiter. Würde ich mal sagen. Weiß jeder Bescheid. So, ich schalte mal hier kurz auf Porno-Bild. So, Sekunde. Oh yeah. Yeah. Aha, nee, jetzt, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich würde es seitenabhängig einfach machen. Dann beispielsweise Seite 5, 6 und 7 mache ich oder sowas. Ich will versuchen, das zu nehmen, was ich relativ gut hinkriege. Das ist zum Beispiel das Labyrinth. Das habe ich gut drauf. Die Kabel im Allgemeinen habe ich jetzt nicht gut drauf. Ich habe die beiden Kabel gut drauf, bis auf dieses komische AB-Gedäme, weil ich mir nicht merken kann, wie viele Kabel hatten wir wovon. Ja gut, das kriege ich gescheit hin. Dann das heißt, ich nehme die Kabelung und die komplizierte Verkabelung. Gut, ja. Schreib mir am besten mal die Seiten auf, die ich dann habe. Okay. Simons, das kriege ich gar nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht verstanden. Soll ich das nehmen? Je nachdem, was ihr dazu sagt. Wie du möchtest. Das mit dem Morsen würde ich gerne nicht nehmen. Ich guck mal nach einer Morse-App. Ich glaube nicht, dass ihr das hilft. Also ich nehme auf jeden Fall erinnern, weil dafür habe ich die schöne Tabelle, das ist gut. Ich glaube, das mit den Wörtern kriege ich relativ gut hin. Ich übernehme mal dieses Senso-Ding. So, dann mache ich noch Keypad. Okay, gut. Who's on first brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, das war entweder Cassie oder... Ja. Oder du, ja, wie gesagt, da müsst ihr euch dann drum streiten. Ich versuche halt die Sachen zu nennen, die ich gut kann. Erinnern mache ich jetzt. Ich mache die komplizierte Verkabelung und die normale Verkabelung. Aber diese Kabelsequenzen überlasse ich dir, das habe ich nicht so gut drauf. Alles klar. Dafür übernehme ich noch das Labyrinth. Obwohl, das kann Cassie auch ganz gut, ne? Ach, geht. Was soll ich jetzt nochmal übernehmen? Musst du wissen. Wir streiten uns noch. Also Knöpfe, haben wir das schon? Knöpfe würde ich gern abschieben, weil da bin ich noch nicht ganz so drin. Welches war das mit Knöpfe? Mit den verschiedenen farbigen Knöpfen, mit Ach so, den verschiedenen der große. Texten. Ja, genau. Seite 6 ist bei mir. Ja, wir müssen die noch warnen. Es gibt ja noch ein, zwei Module, die er immer wieder aktivieren muss, weil die sich aktivieren können und die Fehlversuche auslösen. Wie? Kannst du verstehen? Das ist noch nicht geguckt. Noch nicht so weit mit den Modulen. Und zwar gibt es, Hier, ja, Sektion 2 meinst du das? Ja. Da haben wir einmal dieses Kondensatormodul, dann haben wir dieses Timer-Modul, wo du draufklicken musst, dann dieses austretende Gase-Modul, da steht dann in dem Text und du musst dann Ja oder Nein klicken. Dann so. gibt's noch diese. Hesi, wir müssen dich darauf vorbereiten, dürfen wir dir das so sagen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen Stift und ich habe auch ein Blatt Papier. Also auch sowas gibt es hier in der Schweiz.
Du, dann übernimmst du den Morsekram, das finde ich für dich leichter. Dann ja, ich denke mal, ich guck's, schreib's mir auf und würde es dann euch sagen, wenn es nochmal dazu kommt. Seid ihr euch jetzt einig? Und ja, ich weiß, dass man synchron mit H schreibt, aber alte Rechtschreibung, ihr wisst, ich bin alt, weil es gerade im Chat gesagt worden ist. Ja, also ich habe jetzt Erinnerung genommen, das normale Kabel und die komplizierte Verkabelung also, und Sensor 8. Das sind vier Sachen, die durchgehen. Also Verkabelung machst du, Knöpfe macht das hier. Jo. E-Pads mache ich. Diamond Sass. Mache ich. Okay. Das ich lade gerade ein Morsecode-Dingens runter. Du lädst dir jetzt die Morsecode-App. Ja, mal gucken, ob die was bringt. Who's on first mache ich. Erinnerung mach. Mach ich. Morsecode, ja. Ja, wir alle im Endeffekt, ne? Ja. Macht er im Endeffekt, indem man sie aufschreibt und wir sagen ihm, was dabei rauskommt. Ja, komplizierte Verkabelung machst du. Kabelsequenz mach ich. Labyrinth, Cassie. Passwörter hat sie. Müssen wir uns mal gerade noch durchlesen, damit wir das verstehen. Drive.google. So weit, dass wir Passwörter kriegen? Ja, hatten wir eben. Das war ein Passwort, was wir hatten. Genau, Loki hat auch nochmal reingeschrieben. Bombmanual.com wäre die englische und auf Google Drive gibt es auch eine deutsche. Wer die deutsche bevorzugt. Also ich warte noch auf euch, bis ihr euch da einig seid und dann würde ich sagen, versuchen wir es nochmal. Weil mir geht die Heizung immer noch nicht. Also wenn eine Bombe explodiert, wird es hier schön warm. Ich frage noch, mich gerade noch, wie das mit den Passwörtern funktionieren soll, das was wir eben hatten. Du musst eine Kombination. Ja, du musst immer die Buchstaben hoch und runter schieben bis, und dann rausfinden, welches Wort das sein könnte. Also eben hatten wir ein J an der ersten Stelle. Ja, ich glaube. Gibt schon nicht. Oder ein Y? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es war ein J. Aber es gibt kein Wort mit J. Aber du hättest halt hoch und runter diese Knöpfe drücken müssen, bis wir einen Buchstaben gefunden haben, der ein Wort ergeben könnte, was hier auf der Liste steht. Ach so. Oh Gott, so läuft das also. Ja, da müssen wir dann wahrscheinlich alle gucken. Diese Anleitung macht mich völlig wirre, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich habe Dreck auf dem Monitor. Die ganze Zeit denke ich, wo kommt denn diese ekelhafte Krümel daher und geht da drauf? Oh, na, Anleitung, fick mich. Wer denkt sich denn so ein Schwachsinn aus? Das ist Dreck auf dem Blatt in der Anleitung. Problem ist, wenn dann wirklich sogar Dreck daneben ist. Und das du den Dreck nicht von dem Dreck auf dem Bildschirm unterscheiden kannst. Dreck direkt auf dem Dreck wäre nicht schlecht, dann würde ich es wegkratzen, aber... Ohne Witz, ich kratze hier gerade alles ab, damit ich jeden Dreckkrümel finde. Ja gut, wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass sich das Spiel gut nach dreimal Missversuchen zerstört oder so. Das heißt, wenn wir es mal nicht schaffen, was? Aus Fehlern lernt mit man. Mit den Passwörtern, das sollten wir wahrscheinlich auch im Stream nochmal mit anschauen. Wenn es jetzt nochmal kommt. Alles klar, gut, legen wir einfach mal los. Also, ich drücke jetzt mal Retry. Du suchst dir jetzt einfach irgendwas random aus und wir kommen dann dazu und helfen dir. Genau. So, hoffentlich bitte keine Morsezeichen. Ich kriege hier die Krise. So, Bombe ist da. Wir haben Morsezeichen, Passwort. Wir machen das Sensorteil da mit den Lichtern. Gut, das bin ich. Warte, muss ich erst wieder hingehen. Sensor. Das heißt, 500.000 Sachen. So, ja, bin bereit. Gelb leuchtet zuerst. Gelb, wie sieht also die Seriennummer aus? Ist da ein Vokal drin? So, Seriennummer ist 85UTA5. Vokal drin. 85 Da ist einer drin. Ja, ist einer drin. Gut, dann als erstes drückst du grün. Grün, jawohl. Es leuchtet jetzt gelb, grün. Dann drückst du jetzt grün, gelb. Jawohl. Es leuchtet gelb, grün, blau. Grün, gelb, rot. Jawohl. Es leuchtet gelb, grün, blau, rot. Grün, gelb, rot, blau. Jawohl. Es leuchtet gelb, grün, blau, rot, gelb. Grün, gelb, rot, blau, grün. Jawohl, fertig. Passwort DKSWE. DKSWE. Erster Buchstabe ist ein D. Geht nicht, passt nicht, haben wir nicht.
Schieb mal den ersten mal weiter nach unten. Ein T ist dann, wenn ich das erste nach unten mache. Lass das mal, mach den nächsten. K. Nächste. Nächster. Nach unten also. Jo. Ein W. Nein, weiter. Ein L. Weiter. Ein F. Haben wir auch nicht, weiter. Ein Z. Auch nicht, weiter. Ein T. Auch nicht, weiter. Ein K. Nein. Okay, nee. Okay, dann den ersten Buchstaben nochmal. Ein P. Erster Buchstabe ändern. Habe ich auch. PL. P. L könnten wir machen, oder? Hatten wir einen L? Ja. P, gut. Dann PL. PL. PL hatte ich. Dritter Buchstabe ein S. A. Versuch mal ein A zu finden. Ja, habe ich. Vierter ist ein W. N rausmachen. N oder C? Ein C. Such ein C. C habe ich. Vierter ist ein E. Passt, sag mal Place. Müsste jetzt Place stehen. Ja, stimmt. Korrekt. Jetzt kommen die Morsezeichen. Ich notiere mir nach der langen Pause. Einfach uns den Code sagen. Wir sagen dir dann, was rauskommt. Schwierig, aber ich würde es mal versuchen mit lang, kurz, kurz, kurz. Also der erste ist, ja. Der erste ist lang, kurz, kurz, kurz. Also lang und dreimal kurz. Ja. Das gibt's nicht. Ja, dann ist der erste ein... B. Zweiter? Dann zweimal kurz. Ist ein I. Dann dreimal kurz. B-I gibt's nicht. Doch, Bistro. Ist ein Bistro. 3552. 3552. So, Sekunde. Ja, korrekt. Ich drehe das Teil um und wir haben Hieroglyphen. Wir haben die 3 mit dem Schwanz, den Dreizack, das P und das kleingeschriebene B. Dreizack. Dreizack, P, B und die Zahl 3 mit dem Schwanz und die Antenne oben dran. Dann Dreizack, kleines B, P, 3. Jawohl, geschafft. Sehr geil. Das hat ja mal gut funktioniert. Team Diffuse, yeah. Yeah, das war, ne, das mit dem Morsezeichen war jetzt richtig gut, mit dem Schreiben und ihr habt es dann noch richtig mitgekriegt. Das war, ja, war cool. Problem ist, ich brauche mehr Zettel, weil ich muss mir diesen komischen Sendung-Code jedes Mal aufschreiben, damit ich nicht durcheinander, weil ich... Also mit der App funktioniert das einigermaßen. Ich versuche mir jetzt deine Reihenfolge nicht mehr zu... Echt? Also ich versuche mir dann immer aufzuschreiben, was jetzt wirklich gebraucht wird an Farbe. Nicht, was bei dir blinkt, sondern was ich brauche. Ich sag mal, hallo Horstilon, wenn du auch Lust hast, komm bei uns in TS vorbei, kannst mit rätseln. Der Horstilon ist geil. Nur wenn er ein Glas Milch kriegt. Ja. Ist nur bei mir down oder ist er gerade generell down? Ist der Stream down? Nö, ich glaube nicht. Nicht. Guck mal. Ah, nee. Machen wir weiter. Nächste Bombe, auf geht's. Also, wollen wir weitermachen? Jau. Sehr geil, wir sind richtig gut. Jetzt kann ich das Spiel in 2 Tagen ja doch zurückgeben. So, die nächste wäre 3.4 Fair Game. No more handholding, remember everything you learned, because anything can appear on this bomb. Also alles kann vorkommen, 5 Minuten, 5 Module und 3 Strikes. Ich drücke auf... Dreh die Bombe komplett rum erstmal beim ersten Mal. Sag uns, was du da siehst, weil es kann auch Module geben, an denen du nichts machen kannst, außer wenn sie aktiviert werden. Okay, ich komme jetzt mit der Bombe, sie ist noch dunkel. Ich drücke. Drückst du? Ich habe diese verdrähteten Schwachsinnsdrähte wieder mit den LEDs und den Zeichen. Ich habe Hieroglyphen, ich habe das Display, ich habe Morsezeichen und nochmal Display mit Zahlen. Fangen mit irgendwas an. Wir fangen mit Hieroglyphen an. Alles klar. Einmal das C umgedreht, dann dieses Tier, was auch immer das ist. Tier. Ja, dieses, keine Ahnung, W mit dem... Titten? Nee. Sieht aus wie so ein Tier, keine Ahnung. So ein H, so ein halbes und dann so ein Dreieck und so ein 3 Zeichen nach unten, so ein E, so ein, ja, so ein auf dem Boden liegendes E. Dann das Lambda und das handschriftliche H. Okay, ich habe die Reihe, sag mir die Sache nochmal. C, umgedreht, dann dieses Tier, Lambda und das H. Lambda. Ja, korrekt. Tier. Ja. H, C. Wie sagt man zu dem Tier? Würde mich gerne mal interessieren.
Was nehmen wir als nächstes? Die Drähte mit den LEDs, Karl, oder? Von mir aus, bin bereit. Weißer Draht, also alle LEDs bis auf die letzte leuchten. Weißer Draht, ein Sternsymbol und LED. Wie viele Batterien hast du? Ich habe, lass mich mal schauen. 3 Batterien. Durchtrennen. Korrekt. Blauer Draht, LED, kein Symbol. Blauer Draht, LED, kein Symbol. Hast du einen parallelen Port? Das muss ja eben schon warten. Ist eine gute Frage. Ich habe keinen parallelen Port. Zu dem Tier sagt man Big Nicht durchtrennen. Okay. Weiß, LED, kein Symbol. Nicht durchtrennen. Nächstes. Blau, LED, Symbol, Stern. Weiß-blauer Draht, Symbol und LED. So, kann ich mal den Wecker ausschalten? Zwei Minuten noch. Nicht durchtrennen, nächstes. Weißer Draht, keine LED und Symbol. Durchtrennen. Jawohl, korrekt, fertig. Jetzt kommen wir rüber zu den Zahlen. Eine 3 wird im Display angezeigt. Oh Scheiße, eine 3 wird im Display angezeigt. Ja, ich muss was rollen. Oh, ich sag das doch, dass ich schon mal dran bin. Direkt um. Warte. 3 wird angezeigt beim ersten. Drücken Sie den Knopf in der dritten Position. Ist eine 4. Nächste Zahl, die angezeigt wird, ist eine 3. Oh, das Ding ist zweimal. Knopf in der ersten Position. Eine 2. Jetzt wird eine 4 angezeigt. Knopf drücken mit 4. Ja, war zweite Position. Eine 1 wird angezeigt. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 1. Das war eine 4. Drück die 4. Habe ich gemacht. War dritte Position. Jetzt kommt eine 2 im Display. Die 2. Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 2. In Stufe 2 hatten wir eine 2. Drück die 2. Ja. Fertig. Nächste ist eine 1 im Display. Das ist dasselbe nochmal auf der anderen Seite des, der Bombe. Also im Display wird eine 1 angezeigt. Ja, okay. Zweite Position. Eine 4. Nächste Zahl im Display ist eine 4. Drück sie 4. War die vierte Position falsch und Bombe ist hochgegangen. Fuck. Ja, ey, wie will man das denn zeitlich packen? Ohne Witz. Allein dieses Kabelgedäß. Voll ätzend zu suchen. Man muss jeden Kreis erst ausgucken und meine Fresse. Ja, ist nicht ganz so einfach. Und was wolltest du vorhin sagen, Cassie, das Zeichen, was wie ein Tier aussieht, heißt? Big Use. Big Use. Okay. Was auch immer das ist. Ich habe so eine Liste gefunden, wo drauf steht, wie die ganzen Dinger genannt werden. Dieses H mit dem komischen Teil da, oder was? Nee, dieses Euro-Zeichen, was nach unten ist, mit dem Dreieck oben drauf da. Wo ich halt sage, das sieht aus wie so ein Tier und an der Seite ist noch... Was ich gerade im Dings gepostet habe. Machen wir nochmal? Ja, genau, das Zeichen, was Cassie gerade gepostet hat. Das sieht für mich aus wie eine Katze oder ein Hase. Also Big Use, okay. Von mir aus können wir gerne nochmal.
Ich habe gerade versucht, auf dem Stream den Morse-Code aber irgendwie... Ah, es war Trick. Trick? Ja. So heißt das Zeichen, oder was? Nein, du hast die Wörter durch die Morse-Codes und dann ist dazu eine Frequenz angegeben. Ja, klar. Nur auf die Morse-Codes habe ich mich noch gar nicht konzentriert. Also ist es Mogel. Genau, das macht man nicht. Haha. Er kann höchstens währenddessen gucken, dass er den Morse-Code nebenbei schon löst. Ja, dass ich den mitschreibe, während ihr noch was anderes macht. Aber das ist ja auch doof. Weil ich muss mich ja konzentrieren, was ihr drückt. Dragon Melody schreibt die ganze Zeit Heroes of the Storm. Nein, wir sind jetzt hier am Bomben entschärfen. So, wollen wir nochmal. Ajo? Ajo, das war saarländisch. Sehr schön, okay. Ich habe auf Retry gedrückt. Dieses Zeichen, was aussieht wie ein umgedrehtes N, heißt übrigens Kappa. Aha. So, wir haben eine Bombe. Auf der einen Seite Drähte. Wir fangen mit den Drähten an. 6 Stück. Rot, gelb, blau, 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 schwarz. Es gibt ein gelbes Kabel, ne? Ein gelbes, ja. Und mehr als ein weißes, oder? Gar kein weißes. Wir reden von den Drähten untereinander. 6 Stück. Einfach nur rot, gelb, blau, 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 schwarz. Gute Nacht, Loki. Rote Kabel durchtrennen. Das vierte. Gibt es eins? Bestimmt bei mir. Vierte. Ist blau, ist richtig. Dann kommen wir zu dem Sensorschmarrn. Grün leuchtet. Achso, ja, ich muss ja scrollen. Oh, Sensor. Ja, ich ist okay, ist okay, ist okay. Grün leuchtet. Seriennummer bitte erst. Vokal drin, ja. Ja, Seriennummer ist... Oh Gott, jetzt dreh dich doch, du blödes Ding. C6GKB3. Nein, ist keins drin. Gut, dann ist es... du hast grün gesagt, leuchtet, ne? Ja. Grün. Habe ich. Es leuchtet grün-gelb. Grün-rot. Jawohl. Es leuchten grün, gelb, rot. Grün, rot, blau. Jawohl, es leuchten grün, gelb, rot, grün. Grün, rot, blau, grün. Korrekt, fertig. Jetzt kommen wir zum Drähte. Rot auf C, schwarz auf C, schwarz auf B. Moment. Bei mir ist gerade das Licht aus. Ja. Bei mir ist gerade das Licht aus. Rot geht auf C, schwarz auf B, schwarz auf C. Alle durch drin. Na komm. Jawohl, weiter. Blau auf B, mehr nicht. Durch drin, weiter. Okay. Blau auf C, rot auf C, schwarz auf B. Schwarz und blau durch drin. Jawohl. Blau auf A, schwarz auf A. Schwarz durch drinnen, weiter. Jawohl, korrekt. Dann kommen wir zu den Zahlen Display, Karl. Jo, bin soweit. 4 im Display. 4 ist vierte Position. Vierte Position ist eine 4. Nächste ist eine 4. Drückst du die 4? Zweite Position falsch. Eine 1 im Display. Eine 1 im Display. Wir fangen wieder von vorne an. Dritte Position. Dritte ist eine 3. Ist falsch. Zweite Position. Sorry, habe ich dich falsch verstanden. 1 im Display. Zweite Position. Eine 2. Werden wir nicht ganz schaffen. Eine 1 im Display. Die Zahl drücken 4. Ist jetzt erste Position. Die 3 im Display. Den in der dritten Position drücken. Eine 1. Nächste ist eine 1 im Display. Zweite Position. Ist die 2? Eine 1 war das in der zweiten Position, ja. Jetzt kommt eine 4. Die 4 ist in Stufe 3. Stufe 3 ist die 1.
Jawohl, korrekt. Jetzt haben wir noch das Morse-Ding. So, jetzt muss ich warten, bis die... Kurz ist der erste. Lang ist der zweite. Kurz ist der dritte. Kurz ist der vierte. Und dann ist die Bombe hochgegangen. Ja, Ding. 3, 5, ja, ich wollte gerade sagen, ist Ding 3592. Ah, schade. Das waren jetzt ganz knapp 3 Sekunden. War das das letzte? Unsere Fehler haben uns das wäre das letzte gewesen, ja. Das Morse-Teil. Fehler haben uns gekillt. Ja, beim nächsten Mal ist es durch, würde ich sagen. Beim nächsten Mal ist es durch, genau. Ey, aber ich bin mit den Morse-Zeichen gut mitgekommen. Also 3 war der erste. Was war das? Ein B, oder? Oder ein S? S, okay. Dann kam ein langer, dann kam ein kurzer und dann kam 3 kurze. Na ja, gut. Nochmal, oder? Ich werde zu langsam ins Bett. Komm, Cassie, einen noch. Der letzte. Dann hören wir auf. Ja, okay. Okay, dann machen wir den noch und dann ist Schluss. So, es geht los. Es ist gerade so spannend. Das macht voll sau viel Spaß, ne? So, die Bombe kommt. Wir schauen mal, was diesmal dabei ist. Bomb-Ink. Oh Gott, zweimal Sensor, einmal Drähte mit ABC. Auf der Rückseite haben wir Zahlen und Morsecode. Das heißt, wir fangen mit dem Musikspiel an, Karl. Ja. Es leuchtet gelb und in der Seriennummer, die ich hier gerade sehe, ist XWHGU0. Also ein Vokal drin. Ja. Gelb, grün, grün. Grün, jawohl. Es leuchtet grün. Ne, es leuchtet gelb, grün, sorry. Gelb, grün. Grün, gelb. Jawohl. Gelb, grün, gelb. Grün, gelb, grün. Gemacht, jawohl. Es leuchtet gelb, grün, gelb, rot. Grün, gelb, grün, gelb, grün, blau. Jawohl. Es leuchtet gelb, grün, gelb, rot, gelb. Grün, gelb, grün, blau, grün. Grün, gelb, grün. Ja, ist fertig, ist fertig. Der nächste gelb leuchtet und wir hatten ein Vokal. Jawohl. Es leuchtet gelb, grün. Gelb. Nur gelb. Nein, grün, gelb, Entschuldigung. Okay. Es leuchtet gelb, grün, grün. Grün, gelb, gelb. Jawohl, fertig. So, jetzt kommen die Drähte. Blau auf A, blau auf C, rot auf B. Blau auf C durch Trennbalken. War falsch. Was? Blau auf C war falsch. Blau auf B. Jetzt haben wir noch blau auf A und rot auf B. Und noch 2 Minuten 55. Immer noch das erste. Ja. Dann blau auf A durch Trenn. Jawohl, korrekt. Nächster ist blau auf C, rot auf B, schwarz auf B. Rot und schwarz durch drin. Jawohl. Nächste, rot auf A, schwarz auf A. Beide durch drin. Jawohl. Letzte, rot auf A, rot auf A. Das erste rote auf A durch drin. Jawohl. Fertig. Das heißt, wir drehen um, wenn die Bombe nicht sich hinlegen würde. Zahlen, Karl, eine 2 im Display. Ist Karl noch da? Ich suche wieder. Eine 2 im Display. Drücke die in der zweiten Position. 4. Jetzt ist eine 1 im Display. Drücke die 4. Dritte Position. Eine 1 im Display. Drück die 4. Dritte Position. Eine 3 im Display. Erste Position, Bombe hochgegangen. Eieiei. Ah, scheiße. Das war jetzt wirklich scheiße. Das war ja noch schlechter als vorher. Ja, das war ein Fehler, dann ging es schneller. Ja, leider. Hast du die Reihenfolge sicher richtig rum? Warte mal gerade, ich glaube, wir haben gerade einen Fehler gemacht. Das war nicht die Ich habe die Reihenfolge falsch gesagt, wenn du das meinst. Ja, ich habe nämlich, ich dachte, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die Drähte sage. Nee, das ist extrem wichtig. Okay, das nächste Mal.
Das ist die Frage, habe ich gerade einen Fehler gemacht oder war das die Bombe, die Zeit hochgegangen ist? Ne, die Zeit ist hochgegangen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe die falsche Reihenfolge bei den Drähten gesagt, weißt du, mit A, B, C. Im Stream steht aber Cause of Explosion Memory. Was? Hä? Ja, Time Remaining, ja. War er hat gesagt Fehler. Die 4, aber es war die dritte Position, die dran war. Und wir haben nur drei Strikes, das heißt, wir haben drei Fehler gemacht. Oder zwei. Wir waren in Stufe 4, wir waren gerade in Stufe 4 und ich hatte angegeben. Du hast gesagt 4, aber es wurde gesagt, dieselbe Position. Wir waren jetzt in Stufe 4, richtig. In Stufe 4 hat man die Zahl 3. Ist das Display 3, so drücke den Knopf wie in demselben wie in Position 2. Sondern Position 2 hatten wir eine 4. Ne, eine 3 hatten wir da. Oh, auf der Position 3, also war die auf der Wasser. Aufschrift ist die Zahl, Position, die Position. Ja, so ist das Leben. Ja, das ist, wenn man 500 Sachen gleichzeitig bedenkt, das ist nicht so einfach. Aber wir können ja morgen nochmal. Ihr müsst morgen das Lied schreiben. Ja, das Lied, genau, das macht er ja vorher. Genau, ich mach das morgen fertig und dann. Genau. Ja, aber du musst das schon rumschnippeln. Ich überleg gerade, ob ich eine halbe Flasche Whisky dazu trinke, damit ich morgen schön rau einfach rein. Leierst du. Nein, aber es macht doch Spaß ohne Ende, oder? Ich bewege dir mal weg. Das nennt man Teamwork. Was ist Freeplay? Da kann man das Ding einstellen mit Hardcore. Für alle, die jetzt noch zugucken, was haltet ihr davon, wenn wir morgen Nachmittag oder so, wenn wir alle mal ein bisschen Zeit haben, können wir Freeplay spielen über meinen Stream. Können wir auch machen, klar. Wie gesagt. Hesi und ich meine, das ist die Stream-Kombo. Ja, die Stream-Kombo, genau. Richte dir auch mal PayPal ein. Morgen ist Worlds Game um 15 Uhr. Aber wir lassen Riem nicht mitspielen. Morgen ist Rugby. Mhm. Weil der Riem, der ist nämlich zu witzig. Hesi restreamt einfach Karl und kommentiert dabei. Quiplash. Ja, wäre auch lustig. Ja. Morgen kann ich sowieso da nicht mitspielen, also kein Ding. Abends auch nicht, oder was? Ja, abends schon, aber mittags ist dritte Quarterfinal von League of Legends. Ah, okay. Nee, wie gesagt, wenn dann wird es erst nachmittags, abends losgehen. Also wie gesagt, Bombe machen wir dann erst abends, so um 9 oder so, keine Ahnung, 8, 9, 10, sowas. Können wir mal gucken, können wir uns ja verabreden. TS hat ja jeder, wer da ist, ist da, wer nicht da ist, der ist halt nicht da. Der ist halt abwesend. Ja, so kann man es auch sagen. Aber es hat sau viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt, lass mich mal überlegen, gerade ganz kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bomben entschärft. Wir sind gut. Und bei der Fair Game sind wir gescheitert. Haben auch 2,5 Stunden gebraucht. Echt so lange? Nee, nicht ganz. Wann haben die aufgehört, die anderen? Um 12 rum haben die aufgehört. Ein bisschen früher, glaube ich. Wie viel gibt's denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22. Naja, gibt's noch genug Bomben. Sie haben 20 Felder zu lösen und 2 Sekunden Zeit. Jesus Christ. Aber wie gesagt, hat sau viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, ja, ich bedanke mich bei euch und wir hören und sehen uns morgen, denke ich, oder? Ja, würde ich auch sagen. Bis morgen. Jo, dann bis dann. Bis ciao, schlaf gut und viel Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Lala, ciao. Kässchen denken.